So, eine Kurvendiskussion dieser gebrochen rationalen Funktion. Erstmal die Nullstellen. Ich habe ja hier einen Zähler, einen Nenner. Beim Nullstelle Zähler gleich 0 setzen. 1 gleich 0 funktioniert nicht. Keine Nullstelle. Bei der Polstelle mache ich den Nenner gleich 0. Wo ist die Lücke? Also x² minus 4 gleich 0, x² gleich 4, dann die Wurzel x gleich plus oder minus 2. Also ich weiß, d gleich r ohne minus 2 plus 2. Als nächstes die, weil es so schön ist, Symmetrie. So, ich untersuche f von minus x ist gleich 1 durch minus x zum Quadrat minus 4. Also an die Stelle, an der hier ein x ist, setze ich ein minus x. Und weil das zum Klammer zum Quadrat, das fällt weg, ja, dann habe ich 1 durch x Quadrat minus 4. Und das ist ja genau das gleiche wie das, was ich hier oben habe. Und deswegen gilt f von minus x gleich f von x. Also haben wir Achsensymmetrie. So, Asymptoten. Asymptoten. Also wir haben hier die Polstellen, das heißt x gleich minus 2, x gleich 2 sind die senkrechten Asymptoten. Dann der Grad, der Nennergrad ist 2, der Zählergrad ist nix, 0, damit hat unten der Nenner gewonnen und damit ist die x-Achse. Also y gleich 0 ist die waagrechte Asymptote. So, x-Achse, nicht y-Achse, x-Achse. Asymptoten habe ich. Jetzt kommt die Monotonie-Tabelle, das heißt, ich leite das ganze Ding ab. F' von x gleich Natz minus Zahn, ja, also Natz minus Zahn durch n Quadrat. Nenner mal abgeleiteter Zähler. Der Nenner ist x Quadrat minus 4 mal 0, abgeleiteter Zähler, minus Zähler mal abgeleiteter Nenner, 2x durch x Quadrat minus 4 ist gleich. So, 0 fällt weg und dann habe ich hier minus 2x durch die Klammer x Quadrat minus 4. Schön, das ist meine Funktion und jetzt kommt die Ableitung und jetzt kommt die Monotonie-Tabelle. Ich habe, ja, den muss ich schon machen. Also f' von x gleich 0. Ja, wieder den Zähler 0 setzen, also minus 2x gleich 0, x gleich 0. Das ist so der wichtige blaue Punkt. Wo ist die Ableitung 0? X gleich 0. Und das kommt in meine Monotonie-Tabelle rein. Und dann vergisst man gern, da habe ich aber auch noch x gleich 2 und x gleich minus 2, also die Polstellen. Da könnte die Monotonie, die Steigung der Funktion, die könnten sich an der Stelle auch ändern. So, und ganz ausführlich. Ich habe hier ein F' und hier ein F. So, ich habe x kleiner minus 2, minus 2 kleiner x kleiner 0, 0 kleiner x kleiner 2. In der, so, x größer 2 in der Prüfung muss es nicht ganz so ausführlich sein, aber hier ist das Blaue. Drei charakteristische Punkte, Polstellen, Nullstellen der Ableitung, los geht's. Ich weiß ja, hier ist die Ableitung. Ich bin ja hier bei der Ableitung. Ableitung 0. Und ich weiß, da gibt es keine Ableitung. So. Und wenn ich in die Ableitung hier x kleiner minus 2, ich kann ja minus 10 einsetzen, ja, ist an der Stelle minus 10 und dann wird es positiv. Kriege ich was positiv, also hier ist Plus. Und jetzt setze ich zum Beispiel minus 1 da oben ein, ja, minus 2 mal minus 1, das ist positiv. Also wieder ein Plus. Und wenn ich hier eine 1 einsetze, merke ich, es ist negativ und hier ist es auch negativ. Jetzt kenne ich die Monotonie. Es steigt. Hier ist nichts. Es steigt immer noch. Es ist flach. Es fällt. Hier ist nichts. Ja, also da ist die Polstelle. Da gibt es keine Steigung. Und hier fällt es immer noch. So, wie könnte jetzt der Graph aussehen? Für die Skizze werde ich jetzt alles, was ich weiß, versuchen in diese grobe Skizze hier reinzubauen, so x, y. Wir haben als Asymptoten, machen wir so 1, 1, 1, also die senkrechten Asymptoten sind hier bei 2.
Und bei minus 2. Und die x-Achse ist die waagrechte Asymptote. Gut. Nullstellen haben wir nicht. Und ja. Also an der Stelle könnte der Graph theoretisch so oder so laufen. Das ist das große Fragezeichen. Aber ich weiß ja, er steigt. Und damit ist das da unten fällt flach. Er muss so laufen. Dann könnte so oder so kommen. Aber ich weiß, es ist eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel, weil es eine einfache Polstelle ist da unten. Ich habe ja f von x war 1 durch x minus 2 mal x plus 2. Ja, so, y ist gleich, wenn ich das da. Und deswegen muss es so sein. Außerdem muss es ja steigend sein. Ja, ich habe hier so Maximum. Gut, und deswegen muss das hier so laufen. Und dann wieder ein Vorzeichenwechsel und fallend. Deswegen schaut es so aus. Keine Nullstelle, das ist der Graph. Es könnte mich vielleicht noch dieser Punkt genauer interessieren. Ich habe ja f von x war 1 durch x Quadrat minus 4, ja, oder eben das da, das kann ich so und so schreiben. Und wenn ich hier f von 0 nehme, bekomme ich 1 durch 0 minus 4, das ist minus 1 Viertel. Und dann weiß ich, dass dieses Maximum, ja, das liegt eben bei 0 minus 0,25. Geht dann nah ran an die x-Achse, aber eben nicht ganz hoch.